Adi Schatz, alles Gute. Grüße an die Genaya, die gesagt hat, bitte Adi in jedem Video und das bitte nie wieder. Oh, sau, lass den Adi in Ruhe. Adi, ich hab dich gerettet. So, Grüße geht raus auch an den Thomas. Thomas Rothe, guck dir das an, wenn du das siehst. Der ist nur für dich. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Wenn ihr hier mal den Müll rausbringt, da war mal wieder Raid-Boss-Wechsel. Ah, Digga, sind das schon wieder Digga. Wo soll ich das hier reintun? Das ist schon wieder alles voll. Wir tun es mal hier vorne mit rein, keine Ahnung. Das sind nämlich Wespen. Da freuen sich die Wespen, wenn wir das mit reintun. So, es war schon wieder Raid-Boss-Wechsel. Deswegen habe ich ja den Genesec Community Raid gemacht. Aber nicht nur Genesec ist im Fünfer, der Mega Raid Boss hat auch gewechselt. Mega Voltenso ist fort und Mega Gardevoir ist jetzt in den Raids. Ich habe noch keinen Mega Gardevoir Raid gemacht. Ich habe aber eine Aufgabe, dass ich einen Mega Raid machen muss, um in einer Forschung weiterzukommen. Und da brauche ich eure Hilfe und deswegen habe ich jetzt einen Community Raid gepostet. Muss jetzt im Regen hier in den englischen Garten eindringen, denn da ist ein Mega Gardevoir Raid. Was genau das für eine Forschung ist, zeige ich euch gleich. So, wir sind jetzt hier angekommen. Das ist der englische Garten. Ich muss euch was beichten. Ich habe schon wieder gecheatet, denn ich musste mit dem Auto hierher fahren, durch den Regen, jetzt aussteigen, in den Garten laufen, noch die Leute adden, mich vorbereiten, Equipment auspacken. Aber laut einem Kommentar letztens von einem Typ, der komplett ausgerastet ist, ist das ja schon Cheaten, wenn man mit dem Auto zu einem Raid fährt. Selbst wenn man mit einem Fahrrad zu einem Raid fährt, das ist schon Cheaten, Junge. Das heißt Pokémon Go und nicht, ich fahre mit dem Auto zu einem Raid. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie bei denen die Arenen verteilt sind, in Hibu war das ja anders. Hibu bist du aus dem Haus raus, wenn du mitten auf dem Markt gewohnt hast und jede Arena war im Umkreis von 5 Minuten erreichbar. In Meiningen, da ist da eine Arena, du bist aber da und dann brauchst du erstmal 20 Minuten mit dem Auto, um da hinzukommen. Wenn du da laufen würdest, da kannst du hinlaufen und sehen, dass der Raid schon wieder weg ist. Denkt doch bitte mal nach, wenn ihr immer so Sachen postet oder schreibt oder macht. Demzufolge dürfte man auch gar keine Raid-Touren machen. Selbst Julian, der mit dem Fahrrad und seiner Fahrradgang rumgefahren ist, 50 Raids an einem Tag mit Fahrrädern, das ist cheaten, das ist verboten. So, ich laufe jetzt hier rum, ich suche jetzt die Arena und ich glaube, bisher hat sich nur einer eingetragen. Ob ich das überhaupt schaffe? So, eigentlich dachte ich, das hier wäre die Arena, aber das ist nicht die Arena, das ist das Johannes Brahms Denkmal. Das ist das Johannes Brahms Denkmal, das steht ja auch hier. Das ist mitten im englischen Garten, das können wir euch trotzdem noch mal zeigen. Das ist Johannes Brahms. Das Beste ist immer wieder Gummischuhe. Dann könnt ihr nämlich mit euren Füßen einfach hier in diesen Brunnen so rein und fühlt euch einfach genial. Ich muss jetzt aber da runter, denn da unten ist das Ding, was eigentlich die Arena sein soll. Und das ist, glaube ich, auch ein Brunnen. Deswegen feiere ich diesen englischen Garten. So, das ist ein Pilz im englischen Garten. Den habe ich gerade hier gefunden. Wenn ihr wisst, was das für ein Pilz ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ich nochmal dran drücke, fällt er wahrscheinlich um. Darf man das? Warte mal. So. Jetzt ist der Pilz umgefallen. Fasst keine Pilze an. Lasst sie einfach liegen. Wascht euch immer die Hände. Das ist wichtig. Die können ja auch mal giftig sein. Stellen einfach wieder hin. So. Sieht aus wie perfekt. Als wäre nichts passiert. Das hingegen ist jetzt die Arena, wo wir letztens auch schon mal waren. Also gefühlt wiederholen sich die Arenen immer zu. Hier kann man auch gleich die Hand waschen vom Giftpilz. Hier ist immer noch dieser heftige Frosch oder Drache oder was auch immer, wo hier einfach alles rauskommt. Guckt euch das an. Das sieht auf jeden Fall mega brutal aus, aber ist immer wieder ein Hingucker. So, Brettle ist am Start, ist auch schon wieder verboten und gegen die Community-Richtlinien. Ihr dürft keine Bretter benutzen. Ich möchte mal ganz kurz in den Community-Tab gucken. Ich habe hier nämlich, glaube ich, nur zwei Leute, die da mitmachen wollen. Richtig fett. Und zwar ist es einmal der Son Gohan und einmal der DJ Rock. Danke für die Unterstützung, danke für die Hilfe. Ich werde random noch ein paar Leute einladen, die dann da sind.
Das Ding ist halt nicht neu. Damals, als Mega Gardevoir reinkam in die Raids, hat sich jeder draufgestürzt. Jetzt braucht den eigentlich keiner mehr. Welche Forschung meine ich jetzt? Ich bin bei meinem Level-Up. Erstmal kann man mal kurz zeigen, wo wir sind. Beim Level-Up brauche ich... Digga, Level-Up. Beim Level-Up brauche ich 30 Raids. Ich bin jetzt bei 10 von 30. Das heißt, in 20 Tagen kann ich dann ein Level-Up machen. Vorausgesetzt, ich habe bis dahin 20 legendäre Pokémon gepusht. Oder mysteriöse. Vielleicht sollte ich doch mal eine Meltan-Box zünden. Hier bei den Aufgaben... Also bei dem Meisterball dauert es noch länger, das sieht man, aber hier bei den Aufgaben habe ich eine Mega-Entdeckung. Das ist, glaube ich, das für Mega-Bibohrer. Das heißt, ich würde jetzt Mega-Gardevoir machen können und kriege dann Mega-Bibohr-Energie und darf Mega-Bibohr entwickeln und habe gleichzeitig Mega-Energie für Mega-Gardevoir. Kämpfe in einem Mega-Raid, das ist cool, das möchte ich jetzt machen. Ansonsten sind hier noch andere Aufgaben alle da. Entwickeln. Rauch, täglicher Rauch, Schnappschüsse, Pokémon, alles. Blickst du ja nicht durch am Anfang, das ist alles sehr kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich hier stehen bleibe, vielleicht setze ich mich auch darüber auf die Wiese oder so. Ich glaube nämlich, das Wasser ist ziemlich laut und rauscht. Und ich mag das nicht, wenn es rauscht. Und deswegen setze ich mich jetzt nicht. Ich bleibe einfach trotzdem hier stehen, weil es hat ja geregnet und die Wiese ist nass. So, wir warten 2 Minuten, 1,5 Minuten, bis der Raid aufgeht. Heben dann das Brettchen wieder und schmeißen uns in den Raid rein. So, jetzt stehe ich da wie Captain Morgan. Es sind noch 10 Sekunden. Ludwig Bechstein. Ich habe euch jetzt einfach mal hier draufgelegt. Ist bestimmt auch verboten. Jetzt denk mal kaputt, ne? Eine Sekunde. Jetzt schlüpft der Mega Raid. 2 Leute lade ich ein. 2 Leute bin ich selber. Rams ist der Dicke. Ein Mega Gardevoir. Das ist auf jeden Fall ein richtig krasses, nützliches Pokémon. Wir gehen jetzt auch öffentlich hier rein. Hat auch was Gutes. Wir müssen keine private Lobby machen. Wir gehen öffentlich. Wir drücken jetzt hier mal drauf beim Einladen. Das sind mal die 2, die ich sowieso einladen muss. Dann schauen wir mal, wer online ist, den wir mitnehmen können. Mango. Gurde Eude. Keine Ahnung, wer das ist. Alex. Angel Meyer hat und den Bowling Ball. Nehmen wir mal 5 Leute hier mit. Den Vorbelastet, den lade ich nicht ein. Weil ich denke, der ist beschäftigt und hat keine Zeit dafür. Ansonsten Grüße gehen raus an Vorbelastet. Das ist der mit dem breiten Kreuz. So, da steht auch schon, 6 Leute sind bereit. Ich habe hier eine Skelabra-Armee am Start. Die haben auch Geist-Attacken. Das sollte also funktionieren. Ansonsten skip mal die Lobby, gehen dann in den Raid direkt rein und schauen mal, ob vielleicht sogar ein Shiny dabei ist. So, ich habe es mir jetzt sogar erlaubt, nochmal 5 Leute vom Noodle-Account einzuladen und nochmal 5 vom Main-Account einzuladen. Grüße auch an Blood-N4, Diamond Mario, Shenaya. Hier ist der Bowling Ball, da ist der Son Gohan, der DJ Rock. Der Bowling Ball hat die Einladung angenommen. Ohne Bowling Ball gäbe es auch gar keine Raids für Zuschauer, sage ich auch immer wieder dazu, weil der mir da ein super geniales Handy bereitgestellt hatte, was er nicht mehr brauchte, was ich seitdem immer für Raids für Zuschauer genommen habe. Da muss man erstmal alles, ne, das ist... Ach. Was wäre ich nur ohne euch? Ohne euch könnte ich auch den Raid gerade nicht machen. Danke Niantic, dass ich jetzt hier so rumstehe und eigentlich keine Mitspieler habe. Wo ich gesehen habe, es gibt ja Mitspieler in Mining, aber ich sehe die halt nicht, wenn es drauf ankommt. Sagen wir mal so, ne? Vielleicht liegt es auch daran, wenn man immer mit einer Kamera rumrennt und immer Selbstgespräche führt, dass es manche Leute abschreckt und die dann denken, Digga, der macht einen Raid. Oh nee, warte, der ist geisteskrank, wir machen den Raid lieber unter uns. Wir wollen nicht, dass er noch Kontakt mit uns hat oder so. Das ist halt das Problem. In Hibu gab es ja auch viele Leute, aber die waren dann alle kamerascheu. Die haben, wenn sie einen gesehen haben, sind sie schon gleich weggerannt. Woanders siehst du Leute, die sagen, oh Digga, willst du den Raid machen? Ey, cool, Grüße gehen raus, hier, film mich mal. Kann ich gleich meinen Trainercode teilen? Also andere Gegend, andere Mentalität. Wie in Mining die Leute drauf sind, weiß ich leider nicht. Ich sehe ja immer keine. Das Ding ist jetzt tot. 235 Sekunden übrig. Gucken wir mal, wie viel Mega-Energie da abfließt. 15 Uhr ist noch ein Termin. Bis dahin muss ich schnell zurück sein. Da steigen ein paar auf. Also für eine Interaktion ist das eigentlich immer gut, wenn man das nutzt. Drück mal hier mal durch. Gibt auch 2 Sonderbonbons. Kämpfe in einem Mega-Raid ist fertig. 225 Mega-Energie. Ich habe jetzt keine Mega-Pokémon mehr und keine Mega-Raids und gar nichts. Das heißt, ich muss sowieso jedes, was jetzt wieder in die Mega-Raids reinkommt, nochmal neu machen. Und dann halt das Beste, was ich habe, einfach einmal Mega entwickeln, dass ich irgendwann mal Bonbons boosten kann. Die Nudel hat 21,85. Ich habe 21,21. Das heißt, ich habe wieder mal das Schlechteste.
Ich tue das jetzt mal mit den silbernen Sananabären fangen. Ich weiß nämlich nicht, für was ich die sonst nutzen soll. Ich habe auf dem alten Account ja auch immer aufgehoben, wenn ich vielleicht mal einen Despo da oder so gesehen habe, habe ich die draufgeschmissen. Ich habe über 500, 600 silberne gehabt, als der Account dann gesperrt wurde. Das heißt, eigentlich ist das total scheiße. Ich habe die nie benutzt, ich habe die immer aufgehoben und jetzt sind sie weg. So, das Ding ist drin. Gibt auch 2XL. Ist natürlich schlecht. Ich glaube, da werde ich mir mal, jetzt habe ich ja den Pokédex-Eintrag, vielleicht werde ich mir ein Level 40er God of War von einem kleinen Account mal rübertauschen. Mit entsprechenden Attacken gleich direkt, um Top-TMs zu sparen. Also Lade-TMs zu sparen. Vergesst das Wort Top. Und davon dann irgendwann mal eins Mega entwickeln. Jetzt kann ich aber hier hin und kann die Aufgaben von dieser Mega-Entdeckung abholen, wo es auch nochmal Sonderbonbons gibt. Mega-Bibor-Energie. Jetzt redet der Professor wieder mit einem. Drücken wir mal durch, gehen wir nochmal zurück, gucken wir nochmal Mega-Entdeckung. Ja, gibt es Staub, gibt es nochmal Staub, gibt es schon wieder Staub. Haben wir wenigstens eine Forschung abgeschlossen, die weg ist. Ich müsste, wie viel habe ich? Ich glaube, aus dem täglichen Arena-Drehen gibt es doch auch Mega-Bibor-Energie. Ich habe nur keinen Bibor auf der Hand. Deswegen konnte ich noch keins entwickeln. Den Rest mit Zygarde, da brauchen wir mal ein extra Video. Paldea müssen wir mal ein extra Video machen. Pokémon entwickeln. Es ist sehr chaotisch, muss ich sagen, auf dem Account. Wir müssen uns irgendwie da durcharbeiten, da durchfuchsen. Das ist jetzt hier auf jeden Fall mein Gadewar. Leider kein gutes. Ich weiß, soll ich das jetzt entwickeln? Soll ich lieber noch mal warten? Man könnte mit dem Laufen dann nachher wieder Mega-Energie kriegen, falls man mal ein besseres kriegt. Würdet ihr das entwickeln, dass man einfach mal alle paar Tage ein kostenloses dann wieder entwickelt, dass man mal irgendwann eins hat, wenn man noch kein gutes hat? Was würdet ihr tun? Schreibt es mal in die Kommentare. Danke fürs Dabeisein. Das war ein Stück Forschung. Weiter. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.